Schönen guten Abend zu Extra 3 Extra. Spektakuläre Nachrichten aus Worpswede. Die 33-jährige Petra M. hat einen Termin bei einem Orthopäden bekommen. Und das schon nächste Woche, obwohl sie Kassenpatientin ist. Deswegen schalten wir jetzt live in die Wohnung von Petra M. zu meinem Kollegen Michael Steinhaus. Michael, wie hat die Frau diese sensationelle Nachricht aufgenommen? Ja, Janine, hier herrscht natürlich ausgelassene Freude. Freunde und Bekannte sind spontan zu einer Party vorbeigekommen. Und bei mir ist jetzt Petra M. Frau M., wie fühlt man sich mit so einer Nachricht? Na, das ist schon der Wahnsinn. Also normalerweise bekomme ich so spontan immer nur einen Termin bei dem Dr. Hackstedt. Der ist Schlachter und drängt Pferde sonst ein. Dass das jetzt bei einem richtigen Orthopäden geklappt hat, das ist schon schöner als die Geburt meiner Zwillinge. Ja, ein schneller Termin und das als Kassenpatientin, das klingt in der Tat erstmal unglaublich. Zugeschaltet ist uns jetzt der Gesundheitsforscher Dr. Stefan Sinsheimer. Herr Sinsheimer, wie hoch ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit für so ein Ereignis? Die ist nicht sehr hoch. Also wir haben das mal von unseren Computern durchrechnen lassen. Zum Vergleich, die Wahrscheinlichkeit, an einem 29. Februar nach einem Sieg von Werder Bremen in einem pünktlichen ICE von einem Blitz getroffen zu werden, ist 89 Mal höher, als so schnell einen Facharzttermin zu bekommen. Ja, und der Fall Petra M., der schlägt bundesweit hohe Wellen. In vielen Städten finden bereits erste Fridays for Facharztterminen-Demos statt. Angeführt wird die Bewegung von der 17-jährigen Lisa Brockhaus aus Pinneberg, die seit 2 Jahren schon vor ihrer Hautarztpraxis für einen Termin demonstriert. Und Moment, ich höre gerade, es gibt wohl Neuigkeiten aus Worpswede. Mein Kollege ist mittlerweile in der Praxis angekommen, in der Petra M. ihren Termin bekommen hat. Michael, wie erklärt man sich denn dort dieses Wunder? Nun, Janine, wir wollten eigentlich mit Dr. Fersensporn persönlich sprechen, aber leider haben wir erst einen Interviewtermin in 11 Monaten bekommen. Daher jetzt die Frage an seine Arzthelferin, Frau Reinke. Wie konnte es zu dieser überraschenden Terminvergabe kommen? Ja, keine Ahnung. Also eigentlich gilt bei uns die strikte Regel, Termine für Kassenpatienten nur an Wochentagen, die nicht auf Tag enden, außer mittwochs. Du siehst, Janine, wir tappen weiter im Dunkeln. Ja, das sehe ich. Und auch in Berlin rätseln Gesundheitsexperten, wie es zu dieser mysteriösen Terminvergabe kommen konnte. Gesundheitsminister Spahn sagte dem Extra 3 Hauptstadtbüro dazu, wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen Hackerangriff aus Russland handelt. Zumindest haben das Ermittlungen von BND, LKA und TKKG so ergeben. Und ja. Ich höre, es gibt neue Entwicklungen in Worpswede. Ja, Janine, ich bin jetzt wieder in der Wohnung von Petra M. Hier hat es eine dramatische Entwicklung gegeben. Ja, mir ist gerade erst aufgefallen, dass ich gar nichts habe. Aber warum haben Sie den Termin dann überhaupt gemacht? Naja, ich dachte ja, dass ich den Termin erst in einem Jahr bekomme. Das wäre dann direkt nach meinem Skiurlaub gewesen und hätte super gepasst. Und damit zurück zu dir, Janine. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich sag mal so, ich nehme den Termin und mit diesen wirklich sehr guten Nachrichten zurück zu dir, Christian.